Gedächtnis ist keine Frage, sondern eine Gewissheit, eine Einstellung, eine Superkraft. Neu. Hi! Hallo, wundervolle Welt. Wir sind online. Wir spielen heute ein Spiel, worauf ich mich schon wahnsinnig gefreut habe, seit sehr, sehr langer Zeit, was ich schon sehr lange verfolge. Und zwar seit dem ersten Trailer. Und das ist Stray. Stray ist ein wundervolles Spiel, in dem wir eine Katze spielen. Diese Katze ist in einer, ich glaube, postapokalyptischen Welt unterwegs. Und in dieser postapokalyptischen Welt leben wohl keine Menschen mehr, nur noch Maschinen. Und in dieser Welt versuchen wir zurechtzukommen, Rätsel zu lösen und so weiter und so fort. Und es sieht, also ohne Shit, ich habe schon die ersten Reviews gesehen. Ach, Gott sei Dank, es ist gut geworden. Und ich hoffe, ich finde es auch gut. Aber ich möchte erstmal sagen, hallo, lieber Chat. Ah, hallo, ich sehe da, na? Oh, das wird spannend. Das wird richtig spannend. Oh, da freue ich mich schon so lange drauf. So, wir gehen auch direkt rein. Und so. Und damit geht's los. Muss mal sagen, ob Ingame soweit vom Sound her gleich alles passt. Ansonsten, ich kann endlich mal wieder ein Spiel mit Controller spielen. Ein neueres. Eieieiei. Achso, das ist von unserem Lieblingsentwickler Annapurna. Grafikeinstellungen habe ich alles auf Max. Also mal gucken, ob ihr das auch so schön alles seht, wie ich das sehe. Ich bin eine Katze. Die Leckpunzen. Heißen wir das gut oder nicht so gut? Und macht die Katze? Okay. Was machst du? Aha, das ist hier anscheinend unsere Family. Man sieht hier den Mond. Oder vielleicht die Sonne. Verdunkelt. Hallöchen. Mal ein paar Shots machen. Na gut. Achso, jetzt kann ich mich ja auch hinlegen. Oh, guck mal, meine kleine Familie. Meine kleine Katzenfamilie.
Okay. Okay, innerhalb der Mauer. Was ist das? Warum macht das so eine komischen Geräusche? Hä? Ich kann da raufspringen. Miau. Okay. Aber so scheint das zu gehen. Aha. Okay, lassen wir das Spiel mal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Verzerrte, ob ihr das auch hört oder ob ich das höre. Hä? Aha, cool. Guck mal, wir können mit RT und LT am Baum kratzen. Wenn ich jetzt das gedrückt halte. Ah. Wenn ich das schnell abwechselnd mache. Okay. Boah, guck mal. Ein Wasserfall. Okay, ich glaube, wir müssen mal schnell in den Einstellungen was machen. Bildbrandbreite, die soll bei 60 bleiben. Das ist ja komisch. Grafikspeicherauslastung, nicht mal 11%? Hm. Wollen wir die Texturqualität mal ein runternehmen? So. Okay, so scheint das besser zu... Nee. Wo liegt denn das? Ah, hier trinkt sie ein bisschen Wasser, okay. Hm. Das ist jetzt ja doof. Ich gehe mal erstmal alles auf Mittel. Und dann gucken wir mal. Ob das eigentlich nicht an der Grafik liegen kann. Okay. Was machst du hier? Oh. Guck mal, da haben wir uns lieb. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Hm. Och nö, sag jetzt nicht, das scheitert irgendwie an der Technik. Och Mann, dann werde ich aber fuchsig.
Oh, ich habe mich so doll auf das Spiel gefreut, um das online zu spielen. Okay, wir probieren es erstmal weiter. Bisher tut es ja dem... das ist doch eine Soundsache, oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es ja noch besser. Okay. Manchmal sind die Spiele doch auch. Es ist jetzt Vollbild. Wir gucken mal. Okay, es fühlt sich aber gleich ein bisschen smoother an, wenn ich ehrlich bin. Aber hier geht's auch lang. Ich will erstmal hier lang. Achso, dann hätte ich denn auch da lang können, oder was? Wiesing. Ja, ist an. Soll ich ausmachen? Das muss ich sowieso nochmal durchlesen, was Wiesing überhaupt ist. Seit Jahren Gamer und ich habe keine Ahnung. Alter Consolero halt. Und hier geht's drunter. Aha. Immer noch. Ich raff's nicht. Wenn wir einen Kontrollpunkt haben, dann starte ich das Spiel nochmal und hoffe, dass er dann auch die Einstellung übernimmt. Okay, ich brauche mich also nicht mal im Spiel zu ducken. Das quasi Zoom. Okay. Oh, 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 oh. Oh nein, nicht. Tu's nicht. Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Nein. Hitzi. Das hätte schon ein bisschen was von König der Löwen gehabt. Oh, sie humpelt. Mietzi humpelt. Gehen wir schnell ins Hauptmenü. Du übernimmst jetzt die Einstellungen.
Ja, die arme Mädchen. Mal, sie ist verletzt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt ist sie umgefallen. Jetzt wart doch mal ab. Das wird bestimmt noch schön. Siehst du, gerade hat sich ein Tunnel für uns geöffnet. Okay, hier sieht es nicht ganz so schön aus. Ihr das? Ist doch nur ein bisschen offen. Oh oh. Alter Schwede, ist das geil. Darauf? Hallo. Hi. Mein Name ist Mietze und ich bin Katze. Ist das? Hallo? Hallo? Komme ich da hoch? Ah, schade. Ich dachte, ich komme noch höher. Only. Human persons only. Keine Trompeten mitführen? Okay. Also bestimmt keine lauten Geräusche. Okay. Help. Okay. Da so rüber. Ah, guck mal. Da lang, okay. Sieht alles ganz schön geil aus. Okay. Ich glaube, da kann ich nicht durch. Die Tür verschließt sich auch unserem Weg. Hier irgendwo lang? Das sieht nicht so aus. Habe ich hier irgendwas nicht gesehen?
ist das? Ein Eimer. Ich habe einen Koteimer. Smarty Mac Smart. Okay. Ich bin eine Katze und darf alles runterschmeißen. Na los. Ob ich die brauche oder ob ich einfach nur Unsinn machen kann. Wir entscheiden uns erstmal für Unsinn. Hier ist noch mehr Unsinn. Oh. Okay. Follow me. Okay. Ich folge dir. Ah, geil, guck mal. Warte, so. Ich zerkratze den Fußboden. Ich kann hier überall rauf, ey. Oh. Ich kann Dinge umschmeißen wie eine richtige Katze. Und niemand hasst mich dafür. Denn ich bin eine Miezekatze. Ein bisschen Wasser. Okay. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist es auf jeden Fall schick. Ah! Okay. Oh! Physics. Okay, na dann Abfahrt. Hallöchen. Was steht da drauf? Kann man das lesen? Nee. Ich glaube aber, das ist doch so eine Fantasieschrift, oder? Die? Oh. Sehr freundlich. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Was macht ihr hier? Ha! Totgehauen. Mit meiner Tatze. Ihr könnt mich der Mann mit der eisernen Tatze nennen. Oder die Katze mit der harten Tatze. Komme ich da hoch? Irgendwie? So, bestimmt, ne? Ich kann noch null abschätzen, wie die Distanzen sind. Was ich springen kann, was nicht. Oh, die Lichtstimmung ändert sich. Ja, wollen wir mal wieder gucken, ob wir die Physik ein bisschen austricksen. Irgendwo gegendrücken. Psst, ich bin ein Ninja. Warte. Ach Mann! Ich wäre so gerne ein Ninja. Oh. Oh oh. Okay. Oh, Alter Schwede. Ah! Halt!
Weg, 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 weg. Ich hab... Nein! Hey! Ha! Nein! Geht weg, geht weg, geht weg! Alter! Oh Gott, Gott! Hui! Guck mal, das sind Pilze! Das sind einfach mal Pilze! Oh nein! Was ist das denn jetzt? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich herkomme, wo ich lang muss. Nein! Jetzt scheitert das wirklich an der Technik hier, oder was? Okay. Da ich es nicht an der Technik scheitern lassen will, beende ich das Spiel mal ganz kurz, mach's komplett zu. Warte mal, wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir machen mal die Grafik ein bisschen runter. Aber das kann nicht sein. Also der Rechner sollte es locker schaffen. So, wir gehen mal, machen mal richtig das Spiel zu. Wir beenden das jetzt mal so richtig. So. Dann werde ich mal kurz gucken. Ich habe sie nicht sterben lassen. Das war nicht meine Schuld. Und jeder, der sagt, das ist meine Schuld gewesen, der ist ein ganz, ganz gemeiner Mann. Ganz, ganz gemeiner Mann. So. Ich muss mal kurz gucken, habe ich hier das schon mal installiert? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich guck mal kurz, ob es direkt für das Spiel Treiber gibt. Ja. Gibt es. Oh, toll. Gut. Dann warten wir mal kurz ab und ich hau jetzt meinen entertaining Entertainer raus. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Spiele mit Katzen. Und heute muss ich mal ehrlich sagen, passt der Hintergrund auch also richtig gut zu unserem Spiel. Was kann ich dazu noch erzählen? Also, das ist von Annapurna. Annapurna hatten wir das Spiel gespielt, The Artful Escape. Jetzt bin ich immer wieder überfragt, ob Annapurna ein Publisher oder Entwickler ist. Ich glaube, die sind Publisher. Ja, Annapurna ist ein Publisher. Würde ich jetzt drauf wetten. Und die machen eben wundervolle kleine Indie-Spiele. Und Stray habe ich schon vor einem, keine Ahnung, vor einem Jahr habe ich dann einen Trailer gesehen und ich fand das nur geil. So, wegen Sachen, die kommen jetzt auch noch. Und, genau. Und das Design finde ich überragend mal wieder. Ich hätte eigentlich gehofft, dass die nächsten Spiele von Annapurna irgendwie ein bisschen, also weniger 3D sind, sondern wieder ein bisschen, also ein bisschen Indie-lastiger von der Optik her. Also wieder ein bisschen reduzierter von der Grafik. Aber das Design von dieser Spielewelt sieht so unfassbar gut aus, dass ich da richtig hooked war, als ich schon den Trailer gesehen habe. Und ja, so schaut's aus. Das letzte Kapitel, was ich von One Punch Man gelesen, war, dass das neue Kapitel wohl 17 Seiten haben soll. Und das soll wohl richtig krass sein. Also, da soll jetzt richtig viel passieren. Und ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht. Wollen wir das zusammen uns einfach angucken on stream? Krieg ich dafür Ärger? Das ist meine Idee. Ja, bekomme ich. Oh. Du bist aber auch ein zurechtweisender Mensch. Oh. Du willst bloß, dass mein Kanal nicht gesperrt wird. Das ist alles. Oh. Ganz schön frech von dir. Ich kann hier keine Risiken fahren. Ja, dann schütze sie mal weiter. Ich glaube, du machst das auch schon ganz richtig und
Richtig. Mein Update